Wir haben am 25. Januar 2024 mit einem neuen Free-to-Play Clash Royale Account begonnen, einfach um zu sehen, wie weit man in einer gewissen Zeit kommen kann. Inzwischen sind wir im zweiten Monat angekommen und den zweiten Monat habe ich in zwei Teile aufgeteilt und dies ist Teil 1 und der zweite Teil wird dann am Donnerstag online gehen. Und jetzt genießt die ersten Highlights aus zwei Monaten Clash Royale. Let's go! Starten wir doch direkt mal rein und öffnen hier die Silbertruhe, die erste. Und schau mal, 367 Gold, zweimal der Koboldkäfig und 14 mal der Knall. Dann nehmen wir die nächste Silbertruhe direkt mit. Noel, juhu, ja, wir sind endlich in Clash Royale drin. Gold 339, einmal die Walküre und 15 mal Elite-Barbaren. So, und dann nochmal eine Silbertruhe. 358 Gold. Zwei Feuerbälle. 14 mal der Elektrogeist. So, dann werden wir hier kurz die Bannermarken da abholen. So, und dann werden wir natürlich hier die Goldtruhe noch öffnen. Sell. 1393 Gold. 7 mal der Schneeball. 2 Weezen, 17 Skelette und 7 Zappies White. Und dann, wie gesagt, sind wir hier extrem weit fortgeschritten. Wir können hier noch 6 Goldtruhen, glaube ich, grob abholen. Die wir natürlich jetzt auch öffnen. Let's do it. 2826 Gold, 2 Juwelen, 17 Feuergeister, 37 Bomber. 11 mal der Koboldkäfig. Und ein Wächter. Okay. Dann nehmen wir die nächste Goldtruhe mit. 3130 Gold. 3 Juwelen. 2 mal der Mini-Packer. 54 Minenwerfer. 9 mal die Barbarenhütte. Und der Jäger einmal. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Nächste Goldtruhe. 3054 Gold, 3 Juwelen, 3 Ritter, 16 Bomber. Die Bomber gehen anscheinend heute richtig gut. 36 Barbaren, 11 mal der Inferno-Turm. Okay, und die nächste Goldtruhe. 3122 Gold, 2 Juwelen, ein epischer Joker, 13 Eisgeister, 41 Sperrkobolde und 11 mal der Megalakai. So. Und ja, dann ist die letzte Goldtruhe jetzt, glaube ich, am Start. Ja. Letzte Goldtruhe. 2791 Gold. 3 Juwelen. 26 Elektrogeister. 28 mal die Lakaienhorde. 11 Königsschweinchen und einmal der Blitz. Okay, dann nehmen wir noch die 500 Saisonmarken da noch mit und dann leveln wir den auch direkt nochmal weiter auf Level 9. Okay, dann sind wir auch selbst auf dem Level, wo wir gerade sind. Dann werden wir hier noch die ganzen Abzeichen nehmen. Wie gesagt, Skelette nehmen wir einmal mit. 1000 Gold kriegen wir dafür. Dann die Skelettarmee. Kriegen nochmal 6000 Gold dafür. Schöne Sache auf jeden Fall. Nehmen wir mit. So, Koboldfass haben wir auch abgeschlossen. Schön 20 Koboldfässer bekommen wir da. Können somit die auf Level 10 hauen. Ist natürlich äußerst nice. Machen wir die Kobold-Gang erstmal, kriegen 200 mal Kobold-Gang. Können wir die auch weiter leveln. Gute Sache. Und dann haben wir die Pfeile auch nochmal abgeschlossen, kriegen auch 200 Pfeile. Dann sollten wir die Pfeile auch leveln können. Dann sieht es gar nicht verkehrt aus. Ich habe gerade gesehen, dass 75% meiner Zuschauer noch kein Abonnent sind.
Wenn du zu den 75% gehörst, dann lass am besten direkt ein Abo da, kostet nichts, hilft mir auf jeden Fall weiter und lass natürlich auch direkt ein Like da. Ich würde mich freuen und jetzt geht's weiter. So, dann werden die Kobold-Gang auch endlich auf Level 8 leveln. So. Und dann das Kobold-Fass auf Level 10. Schöne Sache. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal gut im Leveln dabei. Wie gesagt, das ist unser aktuelles Deck, was wir zocken. Wo wir auch, sag ich mal, das letzte Mal aufgehört haben. Mit Valkyrie, Drachenbaby, Pfeile, Tesla, Kobold Gang, Skelettarmee, Kobold Fass und Mini Packer. Und dann gehen wir auch in den ersten Kampf für heute rein. Und schauen mal, wie wir uns hier anstellen gegen Bastet, Tiet. Grüße gehen raus. So. Aber nicht dieser Mega-Ritter, ne? Der war mega. Der hat uns immer extrem viel Probleme bisher bereitet. Voilà. So, Valkyrie da noch rein. Der ist halt so brutal, der Typ, ne? Der ist so brutal, der Typ. Der macht da halt, was der will. Der macht da einfach, was er will. Kriegt er wirklich noch einen Hit? Hätte ich nicht gedacht. Wir haben natürlich ordentlich schon eingesteckt. Ich glaube, wenn wir jetzt halt Valkyrie Kobold versetzen, kommt er mit seinem Mega-Ritter auf die Valkyrie. Und dann Magier raus, okay. Ging dadurch relativ gut Hits. Tja, jetzt natürlich unsere Valkyrie da weg. Natürlich ein bisschen semi-optimal gelaufen. Ja, also es geht so los, wie es letzte Mal geendet hat. Nämlich äußerst dürftig. Oh shit, komplett verhauen. Ach nee, doch nicht. Geht doch noch rüber. Da erst nicht so aus. Anfasser da auch noch. Kommen noch Mini-Packer dazu. Dann Skeletter mir auf die andere Seite. Jetzt bewahren fast. Okay, Turm fällt auf der anderen Seite. Ist gut. Wunderbar, lassen wir da erstmal. Jetzt sollte der Turm hinbekommen. Jetzt müssen wir erstmal den Tesla noch hin. Ich glaube, die müssen wir direkt im Keim ersticken. Ja, die Valkyrie war richtig schlecht gesetzt. Wir brauchen die Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Zu spät. Das war's. Das war's. GG. Ich bin's nochmal kurz. Wenn du den Progress auch live verfolgen willst, dann komm unbedingt von Montag bis Samstag zu meinen Livestreams dabei und lasst währenddessen natürlich auch gerne direkt ein Follow bei Twitch da, damit du auch bei Twitch zuschauen kannst. Und jetzt machen wir auch direkt weiter. So, dann holen wir uns hier die silberne Belohnungstruhe ab. 163 Gold, 2 Feuerbälle und 14 Königsrekruten. Okay, und dann haben wir jetzt hier noch eine Goldtruhe auch freigeschaltet. Nehmen wir natürlich auch mit. 3799 Gold, 2 Juwelen, ein Blasrohr-Kobold,
3 Valkyren, 7 mal der Bombenturm und 55 Kobolde. Okay. Eine Turmtruppentruhe bekommen wir da. Okay. Die nehmen wir natürlich direkt an. Und öffnen die. 12 mal Turmprinzessin drin. Jetzt nicht so prickelnd. So, und dann haben wir hier die nächste Goldtruhe freigeschaltet. Nehmen die natürlich mit. 3068 Gold. 3 Juwelen. 6 Koboldgängen. 48 Königsriesen. 11 mal die Kampfheilerin. Und ein Drachenbaby. Okay. Aber das ist trotzdem zu teuer. Wir werden es trotzdem mal probieren. Schauen wir mal. So ein Doppelprinz-Ding. Interesting ist. Gegen Samuel. Größe gehen raus. Ein bisschen Schaden hin. Prinz kommt durch auf der anderen Seite. Ah, hatte er nicht Koboldfass? Da könnten die Pfeile jetzt natürlich mau gewesen sein. Der Mini-Packer kommt aber durch, wird den Turm holen. Okay. So. Wir probieren mal das Ganze hier. Gehen wir all in. Okay, die Valkyrie dreht ab. Leider. So, aber Mini-Packer ist durch. Also war halbwegs gut verteidigt, würde ich sagen. Und die Pfeile aus. Dann gehen wir hier all in. Ja, zeitlich weiß ich nicht, ob sich das noch ausgeht, eher nicht. Aber wir holen auf jeden Fall den Sieg zum Glück. Es war ein interessantes Deck. Teilweise vielleicht ein Tick zu teuer. Eine Mega-Blitztruhe. Alright, nehmen wir mit. Dann gehen wir jetzt in den Kampf um die 3600. Alle gegen 3-2-1 Bowl. Grüße gewinnen. Wow. So. Ja, wir starten mal mit Valkyrie Koboldfass erstmal. Er setzt da hinten Prince, das heißt, kriegen relativ Schaden. Jetzt müssen wir schon mal den Grabstein hin. Letterme. Drachenbaby muss auf jeden Fall auf den Magier gehen. Oh, das ist richtig gut. Der Magier, die Skelette indirekt nicht. Der und Tier, vor allem jetzt basierend auf diesen Kollegen da gleich.
Alter. Er hat auf jeden Fall noch den Magen. Er wird halt interessant, ob er den jetzt gerade ready hat. Er setzt ihn da in die Mitte. Oh, White. Skelettarmee am Turm. Oh, Junge, dieser dunkle Prinz, Junge. Der gefällt mir ja immer besser, was der da alles weghaut mit seinem Flächenschaden. Der ist wirklich gefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Junge, Junge. Nehmen wir auf jeden Fall zwei Türme schon mal. So. Direkt hier mit der Valkyrie drauf, dass die Bogenschützenkönigin dann nicht mehr viel ausrichten kann. Irgendwie noch Feuerwerke hinein. Den Turm lassen wir fallen. Wir gehen jetzt da auf den Hauptturm erstmal. Okay, Feuerwerke kriegt wirklich gut Hits. Und hier schon mal einen dunklen Prinzen noch raus. Ja. Jetzt haut er ihn da raus, okay. Wir müssen jetzt halt schauen, er hat, da ist nämlich sein Magier, der jetzt so ein bisschen gefährlich ist. Wir müssen halt nur ein bisschen warten, bis der da ein bisschen weiter rauskommt. Am Ende mit seinem Packer und Doppeldings war schon stark. Wenn du weitere und exklusive Vorteile auf diesem Kanal haben willst, wie zum Beispiel Vorabzugriff auf neue YouTube-Videos, als auch Vorrang bei Live-Videogames im Stream und noch vieles mehr, dann check unbedingt meine Mitgliedschaften ab und klick dazu auf den Mitglied werden-Button hier unter dem Video. Ich würde mich freuen, dich als Mitglied begrüßen zu dürfen. Und jetzt geht's weiter mit den Highlights. So, 3600 jetzt erreicht. Endlich mal. Und holen uns das 2750 Gold ab. Okay. Und somit jetzt auch Level 25. Schöne Sache. Große 200 Gold. 10 Juwelen. 6 Eisgeister. 14 Elektrogeister. 22 alle Feuergeister durch. 41 Königsrekruten. 54 mal der Schneeball. 14 mal die Kampfheilerin. 3 Jäger und eine Legendary. Immerhin eine neue Prinzessin. Die Mega Blitztruhe. Let's go. Okay, schauen wir mal. Boah, Junge, 19.926 Gold. 140 Feuerwerkerin. 190 Königsriesen. 234 Bogenschützen. 148 Bombentürme. 24 Koboldriesen. Legendary. Ah, Funky nochmal. Und zwei Legendaries. Oh, den Eismagier. Elektromagier. Elektromagier. Der könnte auch interessant sein. Ja, Koboldriese. Okay. Boom. Gift, okay. Ja, ist nice. Ist ziemlich stabil. Ist auf jeden Fall ziemlich stabil, die Truhe. So, wir holen jetzt die nächste Legendary ab. Come on, Mann. Wen haben wir hier? Junge, dieser Funky, ne? Dieser Funky. Ich glaube, ich probiere es erstmal so. Und dann schauen wir mal, ob wir halt Drachenbaby irgendwie brauchen am Ende. So, dann gehen wir in den nächsten Kampf rein. Schauen wir mal. Gegen Stesan 15. Grüße gehen raus. Gehen wir mal so ein Opening. Okay.
bin eine Valkyrie da rein. Ja, den hätten wir auf den. Der seppt beide. Junge macht aber halt nicht viel Schaden, muss man halt auch so sagen. Nee, ich glaube, ich kann den Elektromagier auch mal auf alle auf andere Truppen raufsetzen. Der ja noch diesen Erscheinungsschaden dann hat. So, jetzt haben wir ein Problem. Schauen wir mal. Ich glaube, es ist Zeit aufzuhören. Wir machen nur noch Dreck hier. Spielen einen Dreck zusammen ist das.
das war jetzt auch schon Teil 1 der Highlights aus Clash Royale. Und wenn du die zweite Folge nicht verpassen willst, dann lass unbedingt ein Abo bei YouTube da, aktiviere die Glocke, damit du am Donnerstag dann benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge online geht. Lass natürlich auch gerne ein Like da auf dem Video und teile das Video mit Clash Royale-Freunden von euch, damit die ebenfalls up-to-date sind. Und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wie weit ihr in dieser Zeit gekommen seid. Wenn ihr live bei dem Progress dabei sein wollt, dann rate ich euch vor allem am Donnerstag und Freitag zu den Clash Royale Livestreams einzuschalten, wo wir genau dort live weitermachen. Also kommt gerne mit dazu und lasst natürlich auch gerne Follow bei Twitch denn da. Und zum Ende hin rate ich euch noch, diese Playlist hier anzuschauen, wo alle Clash Royale Folgen verlinkt sind und natürlich auch die nächsten Folgen kommen werden. Also checkt auch gerne die anderen Zeiträume ab. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.